Ich habe das Ende des Weges erreicht. Die Luft ruht still. Und ich bin ein Jäger. Die Jagd hat mich in die vergessenen Winkel dieser Welt geführt. Die Zeit vergeht. Zieht mich tiefer hinein ins Dunkel, wo ich die Wahrheit fand. Dass meine Erlösung in der Asche liegt. Dass ich die Vergangenheit ausbrennen muss, um die Dinge zu richten. Einst ein Assassine, heute ihr Verfolger, muss ich jene vernichten, die ich einst Brüder nannte. Die Luft ruht still. Und ich bin ein Jäger. Ja, willkommen zu Assassin's Creed Rogue. Kein Unity, sondern Rogue, das wahrscheinlich letzte AC für die alte Konsolengeneration. Wir werden heute gemeinsam mit der Kampagne beginnen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Projekt mit einer Bewertung unterstützen könnt. Wir legen auch direkt los. Bis gleich. Verschone das Leben von allen Unschuldigen. Halte den Kopf unten. Verrate niemals die Assassinenbruderschaft. Dies sind die Lehren des Credos, die Prinzipien, nach denen ich lebe. Ich war damals noch ein junger Mann. Der siebenjährige Krieg hatte gerade begonnen. Ich hatte keine Vorstellung, was mir die Zukunft alles bringen würde. Noch von dem Preis, den ich dafür zahlen musste. Mein Name ist Shay Patrick Cormack. Und das meine Geschichte. So, da wären wir. Ja, die Grafik natürlich ein bisschen anders als bei AC Unity. Spielt noch auf der alten Konsolengeneration. Das Ganze spielen wir hier gerade auf der Xbox 360. Aber dennoch muss ich ganz ehrlich zugeben, es sieht immer noch verdammt gut aus. Für die alte Generation. Nun, an Feuerholz wird es nicht fehlen. Zack! Gebt zu, ich hatte euch fast. Fast. Leider zählt das nicht, Shay. Zudem, nein. Das war nur Glück. Ich mach mir mein Glück, Liam. Ach, das behauptet ihr seit Jahren. Aber was habt ihr damit erreicht? Hat es euch jemals vor Ärger bewahrt? Ach, wisst ihr, Ärger folgt mir überall hin. Lasst uns umkehren. Kommt. Captain de la Vérendrye und seine Crew scheinen Ärger zu haben. Wer hätte gedacht, dass das Schmugglertreffen so endet? Liam O'Brien. Ich verstehe nur nicht, warum ihr mir nicht sagt, was wir hier tun. Weil der Chevalier beschloss, nichts zu sagen. Sind wir nicht Freunde, Liam? Sind wir. Aber das zählt nicht. Es betrifft euch nicht, Shay. Okay, und hier gibt's direkt mal mehr Geld. Yeah. Ah, hier drüben sehe ich schon die Noten. Da können wir auch was mitnehmen. Laufe ich zu schnell für euch? Ich behalte euch nur im Auge, falls ihr hinfallt und euch verletzt. Liam, ich muss plündern, klettern und denken. Und synchronisieren. So viele Dinge auf einmal. Wenn du das alles auch auf einmal hinbekommst, dann hast du meinen Respekt. Okay, sehr, sehr viele Sachen zu mitnehmen. Das sieht man hier direkt. Schnell! Einen Chevalier lässt man nicht warten. Na dann, ich bin direkt hinter dir. Oh merde, où sont ces crétins? Was zum Henker? Wo zum Teufel wart ihr zwei? Wir waren jagen. Was ist passiert? Meine Männer wurden von Engländern angegriffen. Aber Captain Joseph,
Erzählt ihr nicht immer, dass ihr sie selbst in die Flucht geschlagen habt? Es heißt Kapitän Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. Und ihr träumt, falls ihr glaubt, dass es so einfach ist, ein echter Assassine zu werden. Was das eigentlich bedeutet? Ihr wäret verantwortlich für eine uralte und überaus stolze Tradition. Ihr müsstet eurem Mentor ohne zu zögern folgen. Wie sollten wir sonst die Freiheit der Menschen sichern? Sehr schön gesprochen, Chevalier. Aber ich fühle mich nicht besonders frei. Nun, dann fühlt euch belehrt. Ah! Ich bringe dir Manieren bei, Kerl. Alles klar, ah! Männerring. Richtiger Faustkampf. Niemand legt sich mit mir an. Ach ja, ja. Alles klar, parieren, kontern und Fresse polieren. Ah, zeig, was du kannst. Du Schnösel. Gentlemen, kommt! Wir haben einen gemeinsamen Feind und er ist nah. Die Royal Navy hat mein Schiff angegriffen und meine Männer verjagt. Wir sind gestrandet und schlimmer noch, die Schmuggler, mit denen wir uns hier treffen sollten, wurden gefangen genommen. Shay und ich übernehmen die Schmuggler. Ihr die Verwundeten. Ihr nehmt. Ihr braucht sie. Seid vorsichtig, Shay. Die Royal Navy erwartet uns. Aber ihr seid soweit. Warte mal, Kumpel. Den Pisser hier drüben, den werde ich noch bestehlen. So. Dein Geld gehört mir. Okay, Sperrgebiet hier drüben. Liam? Erteilt ihnen eine Lektion. Sie haben keine Chance. Wo sind deine Kumpane jetzt, elende Ratte? Nicht schlecht. Nicht übel, Liam. Sprich, nicht bevor übel. Ich es rausprügle. Aber guck mal hier. Zack. Pass gut auf, Männer. Diese Gesellen sind immer noch da draußen. Da ist Boah, ich konnte ihn eben gerade nicht retten aus irgendeinem Grund. Aber ich kann dich hier töten. Danke. Alles klar, der Nächste. Erstmal hier drüben hin. Abtauchen in die Büsche. Hat er mich gesehen? Haben die so ein gutes Auge, die Kollegen? Oh, die reden sogar Englisch. Das ist ja cool gemacht. Na, komm mal her. Ah, das gibt's nicht. Get out of the bush. Nicht heute, Kumpel. Nicht heute. Erstmal den anderen wegholen, der ist beinahe tot. Und jetzt den nächsten. Das ist aber ziemlich cool gemacht, dass die hier wirklich Englisch reden. Hat irgendwie Stil. Hat mir schon immer sehr gut gefallen bei der Serie, dass man sehr viele Sprachen mit einbringt. Vielen Dank, ich war schon fast tot. Okay, warte mal, hier kann ich noch ein bisschen was mitnehmen. Moment, Kumpel, Moment. Wo ist die Truhe? Ich höre sie. Ach, hier drüben. So, 3 von 5. Eine Schatzkarte gibt es hier vorne auch noch. Ja gut, das Ganze hier erinnert wirklich sehr, sehr stark an Assassin's Creed 4. Noch irgendjemand hier, den wir retten müssen? Denn die werden leider nicht markiert. Okay, wo ist die Karte? Na, kann ich ihn plündern? Gut, dann gehen wir hier hin. So. Ruhig, ruhig, ruhig. Einmal. Ah, Mist, der eine hat mich gesehen. Und komm schon, hier nach unten. Genau, genau so.
will der denn hin? Okay, der hat ganz eigene Pläne aus irgendeinem Grund. Ach ja, die Briten. Man wird sie nie verstehen. Man wird sie einfach nie verstehen. Egal, der nächste hier. Können wir runterziehen wahrscheinlich. Oh, warte mal. What happened to you, poor sod? Ich kriege ihn nicht. Ach komm, ich renn da hoch und stech alle ab. Drauf geschissen. Zack. Ist doch eh keine Chance gegen mich und meinen Konterfähigkeiten. Ah, jetzt kommen sie alle. So, Kollege. Alle erledigt. Retten wir die Crew. Habe ich für euch aufgehoben. Wie aufmerksam. Vielleicht seid ihr doch nicht so nutzlos, Shay. Apropos nutzlos. Diese Schwachköpfe brauchen das Schiff sicher nicht mehr. Dieser Misthaufen stinkt. Ihr wollt es, Shay. Es gehört euch. Nun bringt mich zurück zu meinem Schiff. Ihr habt ihn gehört. Das Schiff gehört euch. Na los. Ans Ruder. Ein paar von den Geretteten wollen sich uns anschließen. Sie bilden eine gute Crew. Bei ihrem Kapitän bin ich mir nicht sicher. Aber außer mir seid ihr der erfahrenste Seemann in der Bruderschaft, Shay. Übrigens, wir brauchen ein anderes Schiff und sei es dieses Wrack da. Sie ist mein, oder? Mein erstes Schiff. Euer Müllhaufen? Ja. Ach, mit einem Farbklecks und ein paar neuen Kanonen kann sie sich auf den sieben Weltmeeren sehen lassen. Sollen wir beginnen, Captain? Jawohl, Freund. Ach, Connor. Sie ist ein Wrack. Aber sie schwimmt noch. Sie heißt Morrigan. Morrigan. Yo, Kanonen abfeuern. Ja, die Steuerung kenne ich bereits aus AC4. Verrückte Fee, die Merlin ruinierte, den Weisen? Oh, das passt gut zu euch. Morrigan ist eine alte Göttin. Königin von Krieg und Dunkel. Sie erntet die Seelen gefallener Krieger. Wahrlich perfekt. Okay, wir sehen die Briten. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen langsamer. Oh mon Dieu! Mein Schiff! Ces enfants de chien! Sie geht unter! Mal sehen, wie die Morrigan reagiert, Captain Shay. An die Kanonenmänner! Ah, verflucht. Von allen Seiten kommen sie. Dann erstmal hier hin. Feuer! Ich habe eine gute Crew. Ich habe ein gutes Gefühl. Zack. Man muss ab und zu auch rammen. Das ist eben so. Briten muss man rammen. Okay, den Großen haben wir zerlegt. Mein Schiff! Ich bin dran, Meister, ich bin dran. Aber die ist ganz schön mitgenommen, Kollege. Feuer! Kein Gegner! Er ist versenkt. Auf Posten! Alles klar. Warum springst du über Bord? Wir gewinnen das, Kollege. Ein Wrack mehr! Wir gewinnen das. Ruhig Blut. Muss man nicht gleich über Bord springen? Feuer! Ah, guck mal, wir haben es doch wieder unter Kontrolle. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus Feuer! Für uns. Andere Seite. Und zack. Oh, jetzt noch gegen den Wal. Okay, das Baby brennt. Erstmal hier außen rumschiffen.
Der setzt. Offenbar ist dieses Schiff immerhin gefechtsbereit. Ich begebe mich zu den Resten der Garfunk. Der Rheinweg ist lang und Reparaturen stehen an. Singt ein Lied, Männer! Der Chevalier ist zufrieden! Welchen Kurs soll ich setzen, Shay? Zeit, dem Mentor Bericht zu erstatten. Meint ihr nicht auch? Weise Worte, Captain. Weise Worte.